Willkommen Leute, heute zu einem neuen Video. Und zwar geht es heute um das Thema, was ist mein größter Wunsch? Mein größter Wunsch ist es, dass Ernährungsunterricht an Schulen eingeführt wird als Grundfach, als Hauptfach, sowie Englisch, Deutsch und Mathematik als absolutes Hauptfach, weil es nun mal das Wichtigste überhaupt ist. Normalerweise müsste es noch vor allen anderen Fächern stehen weil äh, ja Gesundheit ist alles, ja, ohne Gesundheit bleibt dir nichts und Gesundheit bestimmt man mit Ernährung. Von daher wäre das mein allergrößter Traum, dass irgendwann mal wirklich ab dem Kindergarten Ernährungsunterricht eingeführt wird bis zur 10. Klasse, dass man da wirklich die ganze Zeit durch, ja, durch seine ganze Laufbahn, durch seine ganze schulische Entwicklung lernt wie ein mensch sich zu ernähren hat ja und das ziel ist nach der zehnten klasse dass du einen menschen fragen kannst wenn du ein ei isst was macht das ei in deinem körper ja, und das muss dir jeder sagen können egal ob äh, gymnasiast realschule oder hauptschule jeder mensch muss dir das sagen können von jedem nahrungsmittel ja man kann das ja ähm, man muss ja nicht von jedem einzelnen nahrungsmittel lernen weil man kann es ja eigentlich runterbrechen, weil wenn man weiß, was tierische Produkte im Körper machen, dann kann man das über sehr viele tierische Produkte runterbrechen. Oder bei zum Beispiel Obst, ja, da gibt es nicht so viele Variationen, was da im Körper passiert. Von daher ähm, ist das nicht so kompliziert, wie man denkt. Das ist mein allergrößter Traum, der denke ich niemals in Erfüllung gehen wird. Deswegen nenne ich es auch einen Traum, weil sowas nicht passieren wird weil äh, die Interessengruppen auf dieser Welt, die Gesundheitsindustrie ja, und die Nahrungs- und die Lebensmittelindustrie, die sind viel zu mächtig, die kontrollieren so und so alles und von daher wird das nie passieren. Ja? Ein Mensch wird niemals erfahren, was Nahrung mit ihm macht, sonst äh, wäre das ein ganz großes Geschrei auf der Welt. Von daher aber, das wäre wirklich mein Wunsch, dass man ab dem Kindergarten, anfängt den leuten zu sagen wie nahrung im körper funktioniert ja und warum ein mensch ist ganz wichtig ja warum ist ein mensch ein mensch ist nicht um zu genießen ja das ist nicht der sinn von essen und äh, was die ganzen wie gesagt die ganzen stoffe im körper machen und was cholesterin zum beispiel im körper macht und dann nimmt man nicht die von der, von der industrie bezahlten studien die wir jetzt haben weil Cholesterin ist ja eigentlich eine Leiche, die man ausgegraben hat. Ja, die Cholesterinstudien, das habe ich im Video Cholesterin Teil 2, ja, es gibt einen zweiten Teil, gemacht. Und da habe ich es erklärt, dass, wie gesagt, Cholesterin, über Cholesterin wurden früher Studien gemacht, unabhängige. Und da war ganz klar, so wie, wie bei Zigaretten, ja, war ganz klar, was Cholesterin macht. Dann hat man das Thema komplett geschlossen, wie, so wie bei Zigaretten. Und dann irgendwann... Wurde die Nahrungsmittelindustrie so mächtig, dass die diese Leiche Cholesterin ausgegraben hat? Und heute ist Cholesterin gesund. Ja. Ähm, so. Von daher wirklich, dass die Menschen, die Jugendlichen, die Kinder das lernen, was wirklich unabhängig ist, unabhängige Wissenschaft und die ganzen Studien, ja, dass sie so gesagt, jeder Einzelne von denen so einen Kanal machen kann wie meinen, ja, und das alles erzählen kann von sich raus, ja, und das lernt er in der Schule als Hauptfach, was jeden Tag geschult wird oder jeden zweiten Tag oder was auch immer. Und äh, wenn ich so an meine Schulzeit denke, da gab es ja mal diesen, ich weiß nicht, war das, was das für ein Fach ist, wo man kocht und dann zusammen auch isst und so, wie heißt dieses Fach nochmal? Äh, Kochunterricht oder was war das? Ich habe keine Ahnung, was das war. Ähm, Zehnte Klasse, ne? Da ist das neunte, achte Klasse, irgendwie sowas. Und äh, da war die ähm, Lehrerin übergewichtig, natürlich, ne? die uns gesagt hat, was wir essen sollen, was wir dann natürlich auch gemacht haben, war selbst übergewichtig und äh, sah nicht sehr gesund aus. Und auf jeden Fall würde sowas nicht geben, natürlich, ne? weil äh, der Lehrer, der sowas unterrichtet, der wird natürlich dementsprechend aussehen, ja? Glaubt niemals einem. Menschen mit einem Bauch, ja, der einen Bauch hat, dass er euch irgendwas über Ernährung erzählt, ja, weil er offensichtlich keine Ahnung von Ernährung hat, sonst würde er nicht so aussehen. Das sind dann die Leute, die äh, Low Carb empfehlen und so. Ne? Ähm, ich persönlich, das wäre natürlich mein anderer ganz kleiner Traum, ist natürlich, dass ich so ein Lehrer wäre und ich denke, ich wäre ein gute Le guter Lehrer. Ähm, ich bin da ziemlich tief in dieser Materie drin, wie ihr wahrscheinlich alle wisst, ja, und äh, ich würde das sehr gerne machen. Ich würde sehr gerne Menschen unterrichten in diesem Thema. Aber wie gesagt, das wird niemals passieren, weil man auch ohne Ausbildung ähm, darfst du gar nicht Leute unterrichten. Ja, ist verboten. Alles, was heilt, ist verboten. Heilen ist verboten. Das darf nur ein Arzt, ja, und ein Arzt ist so gestrickt, dass er nicht heilen kann und nicht heilen wird. Und auf jeden Fall, das ist natürlich mein Traum, dass wir. So etwas, was denke ich, die ganze Welt verändern würde und die Menschen verändern würde, ja, und ähm, wie gesagt, alles Negative ins Positive umkehren würde. Nicht alles, aber sehr, sehr vieles auf diesem Planeten. Und das wäre, wie gesagt, mein absoluter Wunsch. Da würden sich ja auch die ganzen Sachen mit der Umwelt und mit den Tieren, würden sich ja alle auflösen, ja, diese ganzen Probleme würden sich auflösen und äh, Welthunger und so weiter. Und Krankheiten vor allem, ja, der allergrößte Faktor überhaupt. Ist, die Menschen würden verstehen, dann irgendwann, dass Krankheiten wirklich eine nicht natürliche Sache sind. Ja, Krankheiten sind nicht normal. Ja, Krankheiten kriegt man nur hin mit der falschen Ernährung. Und von daher, ja, das ist so mein Wunsch, mein Traum, Lebenstraum, der höchstwahrscheinlich, den ich höchstwahrscheinlich mit ins Grab nehmen werde, weil der niemals eintreffen wird aber so sieht mein Traum aus, ja, wenn einer von euch ähm, die Frage hat Eugen, was ist so dein Lebenstraum? Äh, das ist mein Lebenstraum, ja. Ernährungsunterricht als Hauptfach an allen Schulen auf der Welt, ja, und schon vom Kindes Kindes Kindergartenalter an, weil äh, da nimmt man am besten die ganzen Informationen auf. Von daher Leute, vielen Dank fürs zuschauen, das ist meine Meinung zu diesem Thema. Und das ist mein Traum und jetzt wisst ihr Bescheid. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video. Abonniert meinen Kanal. Ciao.